Wenn Sie auf der Suche sind nach einem wunderschönen neuen Zaun, dann gibt es nicht nur Doppelstabmattenzäune, das kennt glaube ich jeder, sondern es gibt auch richtig schöne Designzäune in verschiedenen Ausführungen. Ja, ich grüße Stefanie. Hallo. Ja, hier sieht man das einmal mit Ringen, mit Kugeln, mit Spitzen. Das sieht so aus wie im Dornröschenschloss, aber es geht auch ganz klassisch, oder? Es geht auch ganz klassisch, ja, auf jeden Fall. Sehr schön, das sind Baukastensysteme, die kann ich mir zusammenstellen in verschiedenen Längengrößen. Richtig, also gut, unterschiedliche Höhen gibt es auch. Allerdings hat man bei den Doppelstabmatten mehr Varianten, aber so die gängigen Höhen hat man auch bei den Schmuckzäunen, ja. Ja, ein Schmuckzaunelement, diesmal mit Kugeln. Und ja, es gibt unglaublich viele Varianten, dass es sogar einen eigenen Katalog gibt, oder Stefanie? Ja, richtig. Also hier hat man ein schönes, wirklich schönes Element vom Schmuckzaun. Das ist von GAH. Und wir haben da hier mit Kugeln versehene Stäbe in unterschiedlichen Höhen dann aufgestellt. 7 Fachabteilungen unter einem Dach. Ja, ihr habt eigene Kataloge. Das ist zum Beispiel ein eigener Katalog nur für das Thema Zäunen. Kann man sich kostenlos mitnehmen? Selbstverständlich. Das hat man einmal von der Deutschen Zauntechnik hier, das ganze Lieferprogramm. Das Thema Zäune ist auch noch in dem anderen Katalog noch einmal mit aufgegriffen. Ja, wenn du mal so lieb das Thema von vorne zeigst, dass die Leute es sehen können, den gibt es auch kostenfrei. Natürlich. Das ist der Hauptkatalog, Garten heißt der, mein persönlicher Garten. Eure Bibel, sage ich jetzt mal, da habt ihr wirklich alles rund um den Garten drin oder fast alles? Ja, fast alles. Also es deckt ordentlich was ab. Von Holz bis Zaun, Keramikelemente, Naturstein, also alles Mögliche vertreten. Genau, ihr habt da einen Preis mit drin, das ist ziemlich wichtig. Ich kann mir schon mal ungefähr eine Preisrichtung sehen, was wird mein Zaun ungefähr kosten. Und hier habe ich noch einen zweiten Katalog, da sind nun wirklich alles rund um das Thema Zäune drin, oder? Genau, das ist unser Lieferantenkatalog von der Deutschen Zauntechnik. Hier gibt es dann das komplette Lieferprogramm übersichtlich dargestellt. Ja, wenn ich den Katalog haben möchte, dann einfach vorbeikommen hier in Fulda. Aber ihr habt auch 16 Baustoffboxen. Ja, richtig, genau. Wir haben wohnortnah für jeden möglichen, ja, für jede mögliche Ortschaft haben wir dann schon Nachversorger. Ja. Die Öffnungszeiten hier bei euch, wenn ich Beratung möchte? Ja, 7 bis 18 Uhr wochentags, samstags von 7.30 Uhr bis 13 Uhr. Bis 13 Uhr. Ja, da ist er. Holt ihn euch ab. 2 Kataloge, einmal den Zaunkatalog von Leinweber und einmal den Gesamtkatalog. Dankeschön. Aus Osthessen kommen die tollsten Ideen. Wir stehen hier in einer kleinen Gemeinde mitten in Osthessen und hier neben dran ist der Sebastian Leinweber. Er hat nämlich was erfunden aus einer Bierlaune raus. Es ist nämlich die Baustoffbox und von denen gibt es mittlerweile 15 Stück in Osthessen. Das Ganze ist schon mal videoüberwacht. Ja, wie es en Detail funktioniert, steht hier oben auf der Webseite baustoffbox24.de. Sie ist 24 Stunden geöffnet und was ganz wichtig ist, sie wird zweimal am Tag sogar beschickt. Also ich kann was bestellen bei Ihnen, zum Beispiel am Telefon, das wird hier hingeliefert, kostenlos. Richtig, genau. Das ist das Konzept, einfach schnell und kostenlos Baustoffe liefern. Der Kunde hat die Möglichkeit, zweimal am Tag zu bestellen bei uns, entweder per Telefon über unsere Hotline oder über unsere Homepage bzw. unseren Online-Shop. Der Kunde bekommt von uns einen Lieferschein zugeschickt per E-Mail. Wenn das gemacht ist, dann kann der Kunde sicher sein, dass er seine Ware bekommt. Dann ist bei uns eine Verfügbarkeit gewährleistet und die letzten 4 Ziffern der Lieferscheinnummer ist der Zugang in die Box. So, gibt es 5 verschiedene Plätze, das findet man aber auch, sogar einen 6. Platz ganz oben, da könnten zum Beispiel lange Sachen sein. Es gibt natürlich eine Längenbegrenzung hier, das ist so lang wie die Box ist, oder? Genau, also bis 5 Meter können wir hier Sachen einlagern hier. Es gibt sogar einen Hubwagen, der ist nicht zum Mitnehmen, sondern mit dem Hubwagen kann man große Lasten bis 1 Tonne ganz hochheben, zum Beispiel direkt auf dem Bulli. Genau, man hat hier die Möglichkeit, schwere Sachen, Baustoffe bis 1,60 Meter Höhe, 1 Tonne schwer auf den Bulli oder auf den Anhänger draufzuheben. So, der Vorteil ist, ich kann bestellen bis abends 19 Uhr und kriege es dann abholbereit ab 4 Uhr morgens schon. Das heißt, ich kann, bevor es zur Baustelle losgeht, kann ich eine wilde Bestellung absetzen bis um 7 Uhr abends und dann ist das wirklich hier drin. Genau, das läuft über Nacht bei uns, die Logistik. Letztendlich steht dann ein großes Logistikkonzept auch dahinter. Das hört sich jetzt relativ einfach an, aber wir gewährleisten über Nacht, dass der Kunde seine Produkte bekommt und der nächste Morgen, dass es keinen Verzug an den Baustellen gibt, dass der nächste Morgen der Kunde seine Baustoffe hier abholen kann.